Hallo, hallo zusammen. Ich möchte heute ein bisschen mit der Puppe experimentieren. Ich habe Lashes appliziert. Einfach zu zeigen. Also ich nehme Mascara, Wimperntusche und dann will ich das drauf machen und zeigen, wie es aussieht. Von vorne, von hinten. Dann will ich auch von hinten zum Beispiel eine Creme benutzen, weil es gibt solche Frauen, die auf Augenlid irgendwelche Creme benutzen, ja, gegen Falten oder keine Ahnung was. Und ja, es gibt solche, die überhaupt keine Pflege machen. Aber danach versuche ich mit dem Lash Shampoo das alles zu waschen und dann schauen wir, ob es sich gelohnt hat. Also wie sauber die Wimpern werden. Weil manche meinen doch, ja, ich benutze Mascara, aber ich wasche meine Wimpern mit dem Shampoo und da passiert nichts. Ja, also schauen wir mal. Gut, jetzt kommt Mascara drauf. Also manche benutzen Mascara nach ein, zwei Wochen, wenn die irgendwelche Lücken sehen. Und die denken, es wird besser aussehen. Es hilft. Oh, Jesus Gott. Ja, okay. Ich glaube, es reicht. Ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Also Mascara sieht man, ja. Und man sieht auch diese Verklebungen. Und ja, ich denke, die Kunden sehen das auch. Also wenn die Mascara benutzen, man sieht das ja alles im Spiegel, wie die Bündchen sofort verkleben. Ja, und es gibt solche, die das einfach so lassen. Für ein paar Tagen. Gut, ja. Also so sieht es von hinten aus. Also ja, alles ist verklebt, ja. Gut, gehen wir weiter, machen wir noch die Creme. Also die Creme benutzt man irgendwo hier, am Augenlid. Aber es kann sein, dass es auch auf die Lashes kommt, ja. Also imitieren, wenn das kann. Das kann. Ja. Ganz schön mit dem Finger. Wir reiben einfach ganz schnell. Und dann kommen irgendwelche Reste in die Lashes. Gut. Aber sieht man das auch von vorne? Als Kundin. Ich habe ja nur Creme aufgetragen, ja? Als Kundin sieht man das nicht so richtig, ja? Was da hinten passiert, wie es aussieht. Aber die Creme bleibt da. Ja. Und jetzt nehmen wir Lash Shampoo. Da habe ich mein Shampoo. Einmal schütteln. Einmal. Okay, ich muss fast zweimal drücken. Und jetzt reibe ich einfach. Her. Gut, jetzt brauche ich Wasser.
Also ich mache das bei der Puppe nur mit Wattepad, weil bei der Kundin würde ich das nicht empfehlen, weil die haben solche kleine Fasern. Das kann zwischen den Lash Extensions halten, bleiben. Und ja, es kann sein, dass es ins Auge kommt, es ist unangenehm. Gut, ich habe das gut gemacht. Überprüfen wir das mal. Seht ihr? Die kleinen Fasern, das habe ich gemeint. Das steckt da zwischen den Wimpern. Das kann sein, dass es später juckt. Und du kannst es nicht einmal wissen, wo es ist. Darum. Gut, ich habe die Wimpern gewaschen. Die sehen sauber aus. Ich weiß es nicht, ist das, weil ich es sofort abgewaschen habe, weil bei den Kunden die Mascara benutzen, die Wimpern sind dreckig und verklebt. Aber was ich einfach merke, dass die halten nicht mehr so gut. Und jetzt weiß ich nicht, ist das wegen der Creme oder wegen Mascara? Weil ich selber, wenn ich Lash Extensions habe, ich benutze das nicht. Also irgendwelche Creme da drauf oder Mascara. Also das müssen die sagen, die das ständig mit Wimpern machen. Und ja, und normalerweise, einfach wenn man keine Pflege macht, also die kommen. Und hier hinten ist einfach alles verklebt. Alles, also einfach ein paar Bündchen. Ui, ein wenig. Also einfach so gelegt und einfach hier verklebt, da verklebt, da verklebt. Und die Bündchen, ja, also wenn wir zum Beispiel Volumen gemacht haben, also die Bündchen normalerweise sind ja offen und die sind einfach alle verklebt, weil die unsauber sind. Darum ist die Pflege so wichtig. Und die Mascara würde ich trotzdem nicht empfehlen. Weil hier, also jetzt habe ich die abgewaschen, aber normalerweise die Kunden kommen immer mit Klumpen und verklebte Wimpern und. Ja, und jetzt noch kurz, also das, was ich gezeigt habe, wie es von hinten aussieht, so sieht das die Lash-Expertin, also Lash-Maker. Und ja, darum, wenn jemand zum Beispiel Eyeliner benutzt hat, aber keine Pflege oder nicht so richtig, dann ich sehe die Reste und dann sehe ich diese Verklebungen, Mascara und so weiter. Oder zum Beispiel, wenn jemand irgendwelche Creme benutzt oder keine Ahnung was, weil ja, normalerweise, wenn du die fragst, die sagen sowieso nicht. Also du siehst die Verklebungen, du weißt selber nicht von was, also ab und zu ist das so, dass du keine Ahnung hast, von was ist das so verklebt. Dann fragst du, ist das eine Creme? Nein, es ist keine Creme. Ja, dann was ist das? Also von einfach, von nichts kommt nichts. Und ja, darum ist die Pflege so wichtig. Also darum ist die Pflege so wichtig. Damit deine Wimpern voluminös bleiben, damit die gut halten, damit man keine Entzündung bekommt, irgendwelche Allergie, und das gleiche ist auch beim Auffüllen. Also zum Auffüllen, wenn man mit dreckigen Wimpern kommt, schon bei der Arbeit sieht man, dass es nicht so gut hält, also muss die gleiche Stelle ein paar Mal versuchen zu bearbeiten. Mit irgendwelchen Flüssigkeiten, du versuchst ein paar Mal die gleichen Extensions zu kleben, also gleiches Bündchen. Wenn es schon zu viel Kleber ist, dann musst du ein neues Bündchen kreieren und das verlängert deine Arbeit. Und dann kann es gut sein, dass es nicht so gut hält, weil die sind mit dreckigen Wimpern gekommen. Jetzt die Frage, ja, wieso wäschst du das nicht mit Lash Shampoo? Erstens, das ist wegen der Zeit.
Also ich habe keine Zeit, noch mit Lash-Shampoo zu waschen und warten, bis die trocken werden. Zweitens, die, die überhaupt keine Pflege machen, also nehmen wir an, die kommt jede 2-3 Wochen zum Auffüllen. Und in diese 2-3 Wochen macht sie vielleicht, ein-, zweimal hat sie ihre Wimpern gewaschen. Also würde ich das jetzt waschen nach 2-3 Wochen, würde es nicht so viel Sinn machen. Also die werden sowieso nicht so gepflegt. Das ist viel zu wenig, darum. Und ich habe keine Zeit, die Wimpern zu waschen, darum. Ja, also die Kunden nehmen selbst Verantwortung, wie ihre Wimpern aussehen, was sie da benutzen, nicht benutzen, wie oft sie die waschen. Also ich erkläre das alles und ja. Und die Flüssigkeiten, die ich benutze vor der Behandlung, das hat was mit eigenen Wimpern zu tun. Also das ist Entfetter und Primer. Und wenn zum Beispiel man hat Mascara, also Reste von Mascara, Reste von Eyeliner oder diese Creme, es macht nicht weg. Also irgendwelche Style schon, aber es macht nicht weg, weil es ist für eigene Wimpern geeignet, zum Beispiel Entfetter. Wir haben sozusagen Öl oder Fett auf unsere Wimpern, so wie überall auf unsere Haut, ja. Und man muss diesen Fett wegnehmen, damit der Kleber besser deine eigene Wimpern umwickeln kann. Und darum ist gut, damit es gut hält. Ja, und wenn die Wimpern schmutzig sind, also das heißt, deine Wimpern, auf der Wimpern ist irgendwelcher Schmutz, und dann reibe ich das mit Entfetter, dann sagen wir mal das so, das bearbeitet deine Wimpern nicht so gut. Dann ist, darum ist es schwierig, die Lash Extensions zu applizieren. Darum kann es sein, dass die Lash Extensions nicht so gut halten. Also irgendwie so, keine Ahnung, ob das verständlich ist, aber ja. Darum sagt man, dass man soll mit gepflegten Wimpern kommen. Darum steht es auf der Webseite, bitte beachten, das darf man, das darf man nicht. Und ja. Und die das beachten, bei denen sieht alles picobello aus.